Reden wir mal mit allen nochmal, bevor wir nochmal I schlafen didn't gehen. expect Lazelle to turn on the Lich Queen so readily. Wonders never cease. Es ist aber gut, dass sie das tut. Also bitte hinterfrag es nicht, während sie dabei ist. Ich habe Angst, und ändert sich die Meinung wieder. Ich will nicht, dass sich die Meinung wieder ändert. Astarion, mein Schätzchen. Ey, hast du auch was zu sagen? Mit Anmut, Herr Katze. So, Lazelle's going to war with Vlakith. Going to break her chains in Baldur's Gate. Super, oder? Good for her. Ja, yay, für Lazelle. Jetzt fehlen nur noch... Oh, ich wollte an... Moment, wo sind Will und Gale? Was? Katze ist auch nicht da, oder? Warum sind nur unsere Eden-Party-Mitglieder hier gerade im Lager? Die anderen sind einfach verschwunden. Was soll das? Außerdem, was sind das für tolle Lagerwachen, ja? Es ist nachts, aber man kommt Voss und seine Truppe hier an, niemand kriegt das mit. Und die anderen fehlen einfach, die haben uns verraten. Verdammte Verräter. Die haben uns einfach betrogen. Die haben uns verkauft. Die haben was gesagt, hier, die schlafen gerade. Ich finde sie hier. Die haben ein bisschen Met dafür bekommen und so. Und jetzt hängen die irgendwo und besaufen sich am Fluss. Ja. Haben uns nicht mal eingeladen. Was soll das? Ich will auch eingeladen werden. Was soll das? Jetzt gehen wir aus dem Lager raus. Jetzt reicht mir das. Ihr wart alle fies sonst. Verwende individuelle Markierungen auf deiner Karte, um questgegnerische Standorte und interessante Gebiete zu kennzeichnen. Das werden wir niemals benutzen. Wenn du Gegner in den Abgrund stößt, tötest du sie möglicherweise sofort, aber du verlierst dann auch wertvolle Beute. Ach, ganz ehrlich? Wen interessiert die Beute? Also, mich interessiert die Beute. Aber wen interessiert die Beute, wenn du jemanden... Stell dir mal vor, ihr habt so einen richtig starken Magier oder so und ihr schubst den einfach. Oder noch besser, da ist so ein richtig, richtig, richtig starker Kämpfer, so wie Lazelle, die Gris Yankee und so. Und der steht hier, ja? Und wir schubsen ihn einfach runter. So wir als Magier. So mit keinen Muskeln in den Arm. Und blub, da fällt er. Und den Flatsch ist einfach tot. Ups. Ja gut. Das wäre ein bisschen peinlich. Was ist das hier eigentlich? Das ist schwarz. Können wir da rüberspringen? Was ist das? Wie komme ich eigentlich wieder zu... Ich komme über... Komme ich da nicht rüber? Kann ich mich da entzaubern? Ich kann mich da entzaubern. Was ist das? Hä? Was ist denn das für ein Weg? Was ist das? Ist es gut, wenn ich alleine gehe? Ihr wartet auf mich? Ja? Die anderen sollen mal auf mich warten. Ich gehe mal alleine. Wenn Kampf kommt, dann hole ich sie zurück. Was ist denn das? Ach, hier sehen wir unten die... Moment, gar nicht. Hä? Achso, das ist das Goblinlager. Hör, wir sind über dem Goblinlager. Oh, okay. Hä? Und warum knurrst du jetzt? Hey, eine Truhe. Ist hier nichts Spannendes? Überleben fehlgeschlagen. Hier ist bestimmt irgendwo was zum Ausgraben. Ja gut, ist jetzt auch nicht so wichtig. Ausgraben ist meistens auch immer nicht der beste Loot. Das ist immer so ein bisschen... ist okay. Egal, wir müssen auf jeden Fall zu einem... wir können aber zum Goblinlager reisen, ne? Muss ich mit allen zusammen stehen, um zum Goblinlager zu reisen? Ich guck mal. So, alle zusammen. Und alle einmal wieder zusammenfügen. Kann ich von hier aus direkt zum Goblinlager, bitte? Und von da aus können wir doch... Oh! Hä? Ach so, wir haben draußen die ganzen Goblins ja gar nicht getötet. Das letzte Mal, als wir hier waren und das Goblinlager angegriffen haben, haben wir eher nur drin getötet, ne? Oh, okay. Dann wird's wohl Zeit jetzt... ja, danke fürs Singen. Bitte, bitte sing weiter. So ein bisschen Motivation ist gut, du betrunkener Sänger. Gut, das ist ja nicht mehr schlimm. Was sind die Stufe 3? Ach, Stufe 1, der eine. Die können ja gar nichts. Also, guck mal, der ist Stufe 2. Wie mit unserer Stufe 6, die können uns nichts. Die machen wir schnell platt und dann gehen wir wieder ins Unterreich. Ja, Chaos. Aber ich glaube, wir hätten auch von der Ethel, von der hätten wir auch reisen können. Da war ja das Portal. Obwohl, ich glaube, das Portal ging am Ende nicht mehr. Das ging ja nur einmal und dann... Was? Das plötzlich? Also dann kamen wir plötzlich nicht mehr in das Unterreich, sondern nur nach Ethels Behausung, oder? Ich bin mir da unsicher. Ich meine ja. Ey, nicht fehlschlagen, na komm schon. Lass dich abschießen. Dankeschön. Ich will protect me.
Leid ist doch immer ein bisschen gut, oder? Wir haben doch schon festgestellt in einer anderen Folge, dass Blut alles besser macht. Nein, ich will keine Super... Das kann ich nicht benutzen. Okay, dann nicht. Fetzt dem Pfosten das Gesicht weg. Das ist mal eine Aussage. Ah, Fehlschlag. Aua. Ey, wir hatten ihn angeschossen. Ey, was schießt du mit denn aus Deckern? Was ist ein kritischer Treffer? Ach, lass dich doch nicht von Koblenz fertig machen. Immerhin, Fehlschläge, das ist gut. Und so viele Gegner, wo sind die denn alle? Überall verteilt, mein Gott. Ich freue mich, wenn wir mit unserem Charakter dran sind. Dann können wir vielleicht diesen fetten Feuerball auf die drei da schießen. Das wäre ganz toll. Bemalen den Sack. Haha. Ja, die Goblins gesegnet. Seine Partner hier. Was haben die davon bekommen? Kann ich gucken? Segen. Über deinen Bonus. Ah, frech. Mit was für Mitteln wird denn hier gekämpft? Sehr gut gemacht. Na komm, kommt näher ran, wenn ihr glaubt, dass ihr uns besiegen könnt. So viel Mut muss man erstmal haben, gegen unsere Level 6er anzukämpfen. Das erste Mal, dass wir uns überlegen fühlen können. Und der ist direkt tot. Nice. Okay, wir können noch einmal. Im Goblin-Lager waren keine mehr übrig, oder? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht alle bekämpfen. Komme ich da hoch, theoretisch? Wir könnten uns da hoch zaubern. Machen wir auch mal. Fehlschlag. So, Schattenherz, kannst du mehrere auf einmal bitte töten? Geht das? So einmal? Ja, einmal würfeln. Nice, sehr gut. Ja, wir haben schon fast alle und wir haben kaum Schaden bekommen. Na gut, es geht. Aber wir haben ja kurz Rast. Können wir noch benutzen, bevor wir zu dem Riesen unten gehen, dem Stallriesen. Ach so, du lebst ja auch noch. Ey, den Ogre will ich aber gar nicht töten. Der war doch nett zu uns, oder? Immerhin hat der uns nichts getan. Er hat uns nur gewarnt, davon nicht reinzugehen, weil es langweilig drin ist. Das ist doch ziemlich nett. Das war ziemlich wenig Schaden für so einen harten Angriff eigentlich. Oha! Was? Ja, die lebt ja schon wieder. Wieso? Spendet heiliges Licht in einem Radius. Die ist doch gerade umgefallen. Warum ist sie da nicht umgefallen? Ich bin sowas von verwirrt. Warum ist sie nicht umgefallen? Das ist das zweite Mal, dass sie nicht umgefallen ist. Warum? Ich bin mir unsicher, aber gut. Gut für uns, dass sie nicht umfällt. Trotzdem würde ich gerne wissen, warum. Kommst du dahin? Ja, kommst du. Sehr gut. Ja, zeig ihnen, wer du bist, Lazelle. Riss den Namen Lazelle in deren Kopf ein. Da können wir nicht mehr hin. Nochmal können wir nicht? Nein. Was du tun sollst, ist dem Rest geben. Danke, perfekt gemacht. Und dich heilen? Ja, doch. Wir heilen mal alle. Wir kriegen sowieso gleich mit kurzer Rast alles zurück. Da ist das okay. Oh, da oben ist ja auch noch jemand. Bojak, Piddle. Okay, mit dem Namen Piddle kann ich verstehen, dass er ein bisschen sauer ist gerade. Da sind ja noch mehr. Oh Gott, die sind alle besoffen. Was ist da oben eigentlich? Okay. Ey, kritischer Fehlschlag. Nice. Hab ich gar nicht mitbekommen. Aber der Kampf ist so... Die sind so leicht zu besiegen. Da muss man sich gar nicht konzentrieren. Ah, ist das nicht schön. Mal überlegen zu sein. Das haben wir nicht ziemlich oft in dem Spiel. Na komm, mach den mal fertig. Der ist ein bisschen höher. Welches Level hat der? Stufe 4. Na komm, guck mal, der hat noch Chance irgendwie. Wenn er sich richtig anstellt, hat er eine Chance. Vielleicht auch nicht, denn der ist fast tot. Sehr gut gemacht, Astarion. Du hast ihn fast alleine getötet. Perfekt. Ja, mach Weg. Mach Weg da. So, kannst du den da oben anschießen, bitte? Ich finde den ziemlich nervig, dass er da oben steht. Nein. Kannst du die da? Nein.
Hatten wir nicht mal einen Fernkampf bei ihr? Ach ja, da. Sehr gut. Kannst du runterkommen? Wir müssen nicht zu dir hochkommen, oder? Ich will nicht zu dir hochkommen. Ey, heil dich nicht. Der hat sich bestimmt mit Alkohol geheilt. Das geht, ja, der hat angetrunken. Der hat sich mit Alkohol geheilt. So auf dem Schlachtfeld einfach fett den Whisky austrinken. Was fällt ihm ein? Warum bin ich so langsam? Wieso bin ich ausgerutscht? Wieso ist da Öl auf dem Boden? Seit wann ist da Öl auf dem Boden? Bitte rutscht nicht aus, Astarion. Dankeschön. Warum liegt da Öl? Wir schießen den mal an. Den kann, um den unten kann sich Lazelle kümmern. Ah, oh, Fehlschlag. Puh. Da ist ja noch einer. Beck. Volknug. Volknug ist da. Na komm, schlag ihn. Nice. Kannst du auch den? Ja. Und ist auch angetrunken. Haben wir nicht einen Vorteil, wenn die angetrunken sind? Oh mein Gott, sehr gut. So, schatten wir jetzt noch einmal. Den da oben bitte. Komm, stirb jetzt endlich. Dankeschön. Und du komm endlich runter. Sei kein Feigling. Ja, spurte nach unten. Bitte. Mach, hopp, spring. Kein Springen, okay. Ah, und wir stehen endlich wieder. Können wir da hoch? Ah, nicht ausrutschen. Ach, Gott sei Dank. Wir können nicht da hochgehen. Okay. Dann nicht. Astarion, kannst du auf... Kannst du auf den oben schießen? Geht das von unten? Ist wahrscheinlich nicht so toll. Oder auch 90%. Ich dachte, die kriegen Nachteil. Du hast ihn fast umgebracht damit. Ich hätte echt erwartet, dass wir Nachteil bekommen. Du bist ja auch fast tot. Naja. Hä, der oben zählt nicht mehr als Angreifer? Wir sind nicht mehr im Kampf offiziell. Nice. Okay, wir sind nicht mehr im Kampf. Warum ist das noch als rot angezeigt? Als ob es noch wichtig wäre, dass die Goblins denken, dass wir sie ausrauben, oder nicht? Was ist eigentlich mit dem Händler? Ey, das ist eine neue Spieluhr. Wir können noch eine mitnehmen. Eine könnten wir verkaufen. Oh, ich liebe sie ja, ne? Komm, stehl sie. Ey, ich würde sie gerne weiterlaufen lassen, bitte. Neuestes und einmal bitte laufen lassen. Klar, wir klauen hier alles, was er hat. Und wir stehlen und wir stehlen und wir stehlen so viel wir können. Oh, da ist ein Brief. Was stand da? Brief der Ketzerung oder so? Eine Auswahl der interessanten Briefe, der interessantesten Briefe, die aus Kerzenburg verschickt wurden. Viele sind nur trockene Berichte über die Bewegungen von Himmelskörpern oder enthalten unverständliche Beschreibungen arkaner Rituale. Dieser Brief aber springt dir ins Auge. Weiser Elminster. Oh, Elminster. Den kennen wir ja. Ich habe im vergangenen Jahr viele eurer Briefe an Meister Gurion zugestellt. Daher wollte ich euch die traurige Nachricht übermitteln. Leider ist er von uns gegangen. Gurion und sein Mündel verließen Kerzenburg kurz nach Eintreffen eures letzten Briefes an ihn. Sie brachen mitten in der Nacht auf, wurden jedoch schon kurz auf der Straße nach Beresgott überfallen. Der Torwärter berichtete mir, dass Gurion dafür gesorgt habe, dass mehrere der Angreifer sich zu ihm in die nächste Welt gesellen, bevor er schließlich überwältigt wurde. Ich hoffe, das bringt euch wie mir ein wenig Trost. Sein Mündel ist verschwunden. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Ich habe euren Brief an die Bibliothek erhalten und konnte einen Großteil des angeforderten Materials finden. Es wurde sorgfältig verpackt und macht sich mit diesem Brief auf die Reise. Ehrenhafte Grüße, Tristan P. Schiefer, Bibliothekar in Kerzenburg. PS, ich hoffe, ihr verzeiht meine Neugier. Doch warum benötigt ihr so viel Informationen über Balbrut? Woran genau arbeitet ihr? Interessant. Können wir das mitnehmen und vielleicht... Können wir das vielleicht Gale geben? Er kennt den Elminster, ja? Das ist noch ein Brief. Der geläutete Gaumen, Winterausgabe. Eine Reihe von Rezepten begleitet von Anekdoten zu den jeweiligen Gerichten. Dies ist eine Abwandlung des traditionellen zwergischen Iglach-Eintopfs. Wer kein Zwerge spricht... Bemüht euch nicht um eine Übersetzung. Sie würde euch nur Angst machen. Ihr müsst lediglich Sorge tragen, dass der Alkohol verbrannt ist und ihr das Drinne-Gift nicht hinzugebt. Ersetzt es durch etwas anderes Saures, was auch immer eurem empfindlichen Magen bekommt. Was die Frage angeht, wie ich dieses Rezept entdeckt habe, als ich damals noch Wachmann war, versetzte ein Drow-Dieb
den ich geschnappt hatte, mein Essen mit einer kleinen Überraschung. Sein Gesichtsausdruck, als ich es genüsslich verschlang, war fast so gut wie der Eintopf selbst. Jetzt hätte ich gerne noch eine Frühlingsausgabe, wenn ich ehrlich bin. Also, da hätte ich gerne mehr zu lesen von. Außerdem müssen wir gerade mal wieder Gewichtsverteilung machen. Das ist anscheinend auch ziemlich viel. Gegrillter Schweinebauch, interessant. So, Lasell dürfen wir nicht zu sehr überlagern. Achso, ich wollte gerade sagen, ist das nicht der, den Schattenherz ausgerüstet hatte? Aber nein, Schattenherz hatte was anderes. Ich hoffe, niemand von den anderen ist überladen, während wir das Ding geben. So, geht das jetzt? Sind wir alle okay? Wir sind alle okay? Ja. Oh mein Gott, Zwergenbein. Können wir Zwerg essen? Es ist widerwärtig und es tut mir leid, Gimli, wo auch immer du gerade sein magst. Aber ich möchte sehen, wie unser Charakter reagiert, wenn wir Zwerg essen. Ich muss das rausfinden. Können wir das nicht essen? Oha! Ich will es essen. Wieso kann ich das nicht nutzen? Ich wollte sehen, wie mein Charakter reagiert. Tiskanische Anthologie der Goblin-Dichtkunst. Ich glaube, das haben wir schon gelesen. Schade! Ich würde sehen, ob meine Charaktere einen machen auf irr. Warum isst du das? Ich meine, so würde ich jedenfalls reagieren. Okay, wir müssen wieder kämpfen. Ich dachte, wir haben das hinter uns gebracht. Wahrscheinlich nur der Haupteingang, ja. Der Hauptbereich. Wir haben keine kurze Rast benutzt. Das ist schlecht. Daran hätte ich jetzt nicht... Das habe ich jetzt vergessen. Ist aber nicht weiter schlimm. Kommst du dahin? Hast du keine Bewegungsrate dahin? Hast du doch. Und das geht doch. Okay, ab und zu muss man es manuell machen. Du anscheinend auch nicht. Ich könnte doch aber nah genug rangehen dafür, oder? Nicht dafür, aber für irgendwas anderes vielleicht? Tatsächlich sind wir dafür nah genug. Perfekt. Oh, das war ein Fehlschlag. Das war nicht gut. Dann eben Nahkampfbogen. Okay, warum nicht? Und mach einmal sammeln, bitte. Mach das bei... nee, halt dich mal selbst lieber. Das ist mir lieber. Perfekt, okay. Schattenherz, schießt du dir mal die Open ab, bitte? Tot? Tot, perfekt. Können wir auch Open abschießen? So, du kriegst 2. Und du kriegst 1. So, 1. Das war Fehlschlag, schade. Die anderen beiden, den habe ich getroffen. Oh, der ist fast tot. Den hätte ich 2-mal abschießen sollen. Hätte nicht erwartet, dass der andere Fehlschlag bekommt. Ah, Fehlschlag. Ha, schlecht. Noob. Oh Mann. Du musst nicht mehr lange durchhalten. Wir sind fast fertig mit dem Kampf. Die gibt's hier doch nicht zu tun. Die sind doch viel zu schlecht für uns. Es ist schön, endlich mal... Oh Gott, Fehlschlag. Es ist schön, endlich mal im Vorteil zu sein. Das ist wirklich angenehm. Bring ihn mal bitte um. Dankeschön. Und du bring den Typen an der Seite hier um. Der nervt mich auch an. Sag mal, Fehlschlag. Stirb doch. Oh Gott, oh, da ist ja noch jemand. Pesk, was, die hat sich herbeigemischt. Und Schattenherz ist umgefallen. Das ist jetzt auch nicht so toll, aber passt schon. Guck mal, so macht man das Schattenherz. Hast du das gesehen? Von deinen billigen Plätzen auf dem Boden, ja? Man erschießt die Leute. Ah, Lasell. Sei doch nicht so eine Enttäuschung. Dankeschön. Okay, helft mal bitte Schattenherz hoch einmal. Danke. Und jetzt benutzen wir mal unsere Schneereise. Ja, da hast du recht, Astarion. Besser als gar nichts. Den Kram nehmen wir jetzt nicht mit. Hatten wir irgendwo noch einen Händler? Die Frau haben wir umgebracht. Hier haben wir auch keinen Händler mehr. Wir haben im Hain keinen Händler. Ich glaube, wir kriegen das nächste Mal einen Händler im Unterreich, ja. Aber da wollen wir ja eh hin. Gott sei Dank. Das war hier, richtig? Ja, das war die Tür. Hier kommen wir wieder nach unten. Na komm, hopp, hopp, Marsch nach unten. Wir wollen wieder in das Düsterreich. Und einmal unsere Sachen verkaufen. Müssen wir gegen Polmar kämpfen dieses Mal? Hallo, Polmar. Wir bitte nicht ausrasten. Wir wollen nichts zu tun haben mit dir. Wir wollen nur weiter. Mein Gott, ich glaube, ich bin voll den komplizierten Weg gegangen. Ich hätte voll woanders lang gehen können.
Ach ja, der schöne Raum mit dem Rätsel. Ah, Rätsel und ich. Yay. Na komm, mach den, Leute. Wir wollen diesen Typen unten, diese Staub, den Staubfänger da umbringen und dann endlich entkommen. Und vorher verkaufen. Ich weiß auch gar nicht, haben wir unsere Sachen noch, die wir brauchen? Ich habe das Gefühl, ich habe vielleicht aus Versehen was verkauft, was wir nicht hätten verkaufen sollen. Ich hoffe nicht, denn die Schmiede, da gab es noch zum Herstellen. Hm? Oh. Ey, es ist doch verständlich, dass er sich nach Sonne sehnt. Er war das doch vorher überhaupt nicht gewohnt, auf gar keine Art und Weise. Ist doch vollkommen verständlich, dass er das jetzt unbedingt möchte. Wir müssen hier hin. Ach, Astarion. Das Unterreich bekommt ihr wohl nicht so. Keine Sorge, das ist das letzte Mal, dass wir hier hingehen. Was? Leute, hallo, wir haben uns hier zivil versammelt als Gruppe, um gegen die Larven zu kämpfen, ja? Also bitte, benimmt euch auch so wie normale Menschen. Ja, bitte einmal zum Lager. Ich möchte gerne Sachen verkaufen. Oh, es fühlt sich an, als ob es schon Ewigkeit her war, ist, dass wir auf diesem Schiff waren. Das ist doch schon eine Weile her, ja, ein paar Folgen. Ich glaube schon. Da gab es noch viel zu tun. Wir waren ja relativ früh unten im Reich. Ach ja, es ist schön, wieder hier zu sein. Wo waren die Händler noch? Gleich hier oben waren die, richtig? Und hinten war auch noch... Was ist denn das? Achso, erreicht die Türme. Ja, 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 das machen wir noch. Hier ist die Schmiede. Ich glaube, hier irgendwo waren auch noch Händler. Wir gehen aber zuallererst zu denen hier, weil hier war der eine Zwerg, der mit uns wandeln wollte, richtig? Der ist auch noch da, oder? Bist du noch da? Nein. Aber du warst doch hier. Wir haben doch niemanden vertrieben, oder? Oder hatten wir Leute vertrieben? Ich weiß es nicht mehr. Hier oben, bist du hier oben? Moment. Oh, ich hab's vergessen. Wir hatten Leute vertrieben. Wir hatten gekämpft. Hier. Als wir diesen Typen da bekämpft hatten. Wie ist denn der nochmal? Ich weiß es nicht. Nein! Das heißt, wir haben schon wieder kein Lager. Okay, wir haben schon wieder kein Lager. Das passt. Das passt. Ohne Lager geht's auch. Stimmt ja. Wir hatten hier ja auch Krieg angefangen. Bisher, überall, wo wir hingegangen sind, sind Leute gestorben, oder? In jeder Ecke. Immer wenn wir irgendwo hingehen, ist irgendjemand tot. Langsam sehe ich da so ein... Ich sehe da langsam so... Ja, ich sehe da einen Zusammenhang. Der Zusammenhang sind wir. Wir bringen alle Leute um. Das sind sogar noch Leichen von uns. Ich sehe die Leichen nie spawnen. Cool. Ich habe Not Found benutzt. Ich bin doch nur gesprungen. Und gesprungen ist Not Found. Okay, ich habe Not Found benutzt. Leute, wir sind Not Found. So, kann ich da einfach runterspringen? Das sieht ein bisschen hoch aus. Kann ich unseren Zauber einmal benutzen, dass wir mit Fallen kein Problem hatten? Wo war der? Wir hatten doch so einen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sowas hatten. Nach Typ einmal sortieren. So, hatten wir hier irgendwo... Das war ein blauer, richtig? Und ich mal sehen... Hier, Federfall. Das einmal benutzen. Und wir springen runter. Kommt ihr hinterher alle? Lazelle. Ah, ihr natürlich nicht. Ihr müsst immer so die Extrawurst haben, ja? Schattenherz und Lazelle. Ihr könnt euch beide gegenseitig nicht leiden, aber ihr benimmt euch doch relativ gleich. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, stimmt. Wir kamen ja letztes Mal hier nicht mehr hoch. Deswegen könnten wir hier nicht runtergehen gerade. Das war ja eigentlich viel höher. Ich speichere nochmal. Und ja, ich glaube, so viel vorbereiten müssen uns diesmal nicht. Wir werden uns wieder verteilen, so wie letztes Mal. Wir gehen dahin. Und ich rufe Kratzer. Kratzer, du bleibst hier. Der soll dafür da bleiben, falls wir wiederbeleben müssen. Schattenherz, du gehst hierauf bitte. Unsere Heilerin in der Mitte ist gar nicht schlecht. Lazelle, du bleibst vorne mit Astarion. Astarion, du bleibst hier.
weil du das wie immer aktivieren musst. Letztes Mal haben wir das gemacht, glaube ich, weil er der Schwächste war, aber er ist nicht der Schwächste, also es ist nicht unbedingt Pflicht, dass er da steht. Aber warum nicht? Wir haben es letztes Mal ja auch so gemacht. Ja, da schwitzt er wieder, alles gut. So, diesmal schaffen wir das.